So, auf ein neues. Ja, bei wunderschönem Wetter, wenn du in der Sonne sitzt, wirst du gebraten. Ist es in der Scheune, aber trotzdem noch ziemlich kalt. Ah, gehen wir erstmal hier lang. So, ich hoffe, das wird was von den Bildern. Ja, die ganzen Bretter gestrichen mit Leinölfirnis und das steht hier den Innenwänden auch noch bevor. Die eine ist jetzt schon von der einen Seite. Das ist noch der Rest Dämmung, der noch ans Dach kommt. Ich hoffe, das reicht. Es könnte eng werden. Boah, voll ein Frosch im Hals. Dann gehen wir mal hier hin. Da habe ich jetzt die Folie einmal hier am Ecken aufgehört, aber so, dass man das noch rumklappen kann und gut festmachen kann. Und von der anderen Seite geht es dann genau bis dahin, um das zu überlappen. Da kommt dann auch noch mal dieses krasse Klebeband dran. Oben auch überlappt, dass ich das von oben quasi über die nächste Schicht, die hier dann noch drauf kommt, überlappen kann. Und das die ganze Länge nach. Und so ist dann von innen. Und das Ziel ist jetzt, diese Dachlatten in Längsrichtung so festzumachen, dass ich die eigentlichen Bretter, die ihr eben gesehen habt, in Nut- und Federbretter quasi, ja, wie sagt man, quer machen kann. Dass, falls da Wasser reinkommt, dass das dann mal, dass die Nut und Feder nicht so steht, dass das Wasser drin stehen bleibt. Ne? Also hier, das ist jetzt das Dach. Da muss ich jetzt noch irgendwie ein paar Bretter hinlegen, dass man einigermaßen da rumkrabbeln kann. Und dann bekomme ich jetzt bald Besuch und es hilft mir jemand ein bisschen. Mal gucken, ob wir darüber berichten. Wir müssen erst die Dachlatten drauf. Längs, dass ich einen Abstand von um die 40 cm habe. Ich muss noch mal gucken, ich habe es ausgerechnet, dass es mir fest genug erscheint. Und dann werden diese Bretter da so rum drauf genagelt, geschraubt. Und auf diese Bretter kommt dann eine EPDM-Plane. Und die Bretter lasse ich dann hier hinten und vorne noch mal ein bisschen überstehen als Dachüberstand und schaue, dass ich da eventuell einen geilen Blechabschluss kriege, wo ich die EPDM-Folie reinklemmen kann. Aber das werden wir noch sehen. So, ja, das steht mir noch bevor. Viel Krabbelerei. Ich suche jetzt noch die Knieschoner. Sei noch mal live dabei. Aber es macht Spaß bei dem Wetter. Wenn man in Bewegung ist, geht's. Aber es ist hier in der Scheune schon deutlich kühler. Ich ziehe mal die dicken Sachen an. Ja, dann als nächster Schritt oben Dämmung rein, Bretter rein, beziehungsweise erstmal die ganzen Folien hier auch noch. Und hier die Mittelnaht, wo sich diese hier überlappen. Ne? Von oben ist ja Folie drauf, Klebeband drauf. Von unten auch nochmal Klebeband drauf. Und dann gucken wir mal, ob wir heute und morgen das Dach so weit hinbekommen, dass ich die Folie stellen kann. Liebe Grüße und immer voran, Stück für Stück.